Tja, wir haben uns kennengelernt, hatten eine Fernbeziehung von Werne nach Bielefeld. Es ging hin und her und wir lernten uns näher kennen. Und es war einfach alles wunderbar und schön und toll. Wobei, es war auch vorher alles wunderbar und schön und toll. Ich habe hier alle tollen Wegbegleiter eigentlich bei mir. Aber trotzdem, wenn ich mit euch allen zusammen war, da fehlte irgendwie was. Gerade da habe ich gemerkt, wie toll es eigentlich ist, jemanden zu haben, der gerade dann auch in so schweren Situationen bei einem ist und einen unterstützt. Und ja, jetzt auch in der Zeit, wo du nach Bielefeld gezogen bist, dann sind wir uns noch viel näher gekommen und haben uns noch besser kennengelernt. Und ich suche eigentlich bis heute nach dem Fehler, dass irgendwas nicht passt. Aber ich finde ihn nicht. Deinen Bräutigam an dich, an als deinen Mann und versprichst du ihm die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, ihn zu lieben und zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet. Ja. Ja. Im Namen Gottes bestätige ich den Bund, den ihr geschlossen habt, und segne ihn. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt wird er alles tun, was er wollte. Ein weiser deutscher Dichter namens Andy Klassen sagte mal: Heute ist nicht der schönste Tag in meinem Leben, denn ab heute ist jeder Tag der schönste in meinem Leben, weil du an meiner Seite bist. Ich liebe dich. Lost it all. Back when I was just a little lost.
Liebe, die ist nicht nur für heute, die ist auch nicht für morgen. Unsere Liebe, die ist für immer. Glaube ich, letztendlich aus, was Liebe ist, dass man sich bedingungslos liebt, dass man sich nicht nur heute liebt, denn ich denke, unsere Liebe, die ist nicht nur für heute, die ist auch nicht für morgen. Unsere Liebe, die ist für immer. Unsere Liebe ist für die Ewigkeit.